Hallo, wir machen einen No-Bake-Kuchen. Ist zwar vielleicht eher was eigentlich für den Sommer, aber ich habe da jetzt einfach so eine Lust drauf und deswegen ist mir das gerade wurscht. Und ja, was gibt es dazu zu sagen? Das ist halt mit einem Keks, einem Bröselteig. Dann kommt halt die Füllung mit Kokos. Wie soll es anders sein bei mir? Und obendrauf kommt dann noch was mit Brombeeren. Und dann würde ich sagen, ach, ich sage euch gerade noch, ich mache es jetzt hier in der kleinen Form wieder und sage euch jetzt auch die Zutaten für die Form. Wenn ihr es größer macht, nehmt einfach das Doppelte. Und dann können wir eigentlich auch schon loslegen. So, wir brauchen einmal 150 Gramm Kekse. Ich habe jetzt einfach ganz normale Butterkekse hier genommen und die mir schon zerkleinert. Dann 30 Gramm Butter. Die habe ich hier hinter mir. Also die ist auch schon soweit fertig. Dann brauchen wir 500 Gramm entweder Mascarpone oder Ricotta oder griechischen Joghurt, was ihr wollt. Dann 250 Milliliter Kokosmilch, aber die Kokosmilch aus der Dose, also die auch so einen cremigen Anteil hat. Dann 35 Gramm Puderzucker. Dann 4 Teelöffel Gelatine. Da habe ich jetzt diese Sofort-Gelatine genommen. Man kann natürlich auch die Blattgelatine nehmen oder Agar-Agar, also die vegane. Also wenn jemand vegan ist. Dann brauchen wir noch etwas Zitronenschale und also Zitronenabrieb. Und dann brauchen wir später für die oberste Schicht, ich habe hier jetzt Brombeeren genommen, da könnt ihr aber auch jegliche anderen Beeren nehmen. Und zwar, das sind bei mir so 200 Gramm. Aber wie gesagt, ich habe Brombeeren, ihr könnt nehmen, was ihr wollt. Ach ja, das fällt mir noch ein. Ich wollte nämlich das unbedingt benutzen. Zwar, ich zeige es euch schon mal. Blaue Lebensmittelfarbe. Die wollte ich dann damit noch einfärben, dass es richtig schön dunkel ist. Deswegen lege ich das mal schnell noch hier dazu. Und dafür brauchen wir dann auch noch etwas Gelatine. Jetzt starten wir mit dem Boden. Wie gesagt, die Butter ist ja schon geschmolzen. Die geben wir jetzt hier zu den Bröseln dazu. Dann das Ganze verrühren. So, und dann nehmen wir uns schon die Form und geben die Brösel hier rein. Ich nehme jetzt mal hier so ein Glas und drücke das einfach mal hier an. Hätte ich mir jetzt ein bisschen besser vorgestellt, aber das liegt einfach nur daran, dass ich jetzt nicht so viel Butter dran habe. Kann auch ein bisschen mehr Butter dran nehmen, aber eigentlich merke ich, dass es ausreichend. So, und während wir uns um die Füllung kümmern, können wir das so lang gerade im Kühlschrank stellen. Und zwar, jetzt geben wir einmal den Ricotta oder halt wie gesagt Mascarpone, griechischen Joghurt, was auch immer, hier in die Schüssel. Dann die Kokosmilch. Den Puderzucker. Vom Abrieb von der Zitronenschale. Also nicht Abrieb, das war natürlich jetzt falsch, nicht Abrieb von der Zitronenschale, sondern Abrieb von der Zitrone. Und jetzt so vier, oh, das waren ungefähr jetzt schon zwei, 4 Teelöffel Sofort-Gelatine. So. Und das Ganze verrühren wir dann. So, und da
dann können wir eigentlich auch die Creme hier schon drauf geben. Die schmeckt übrigens Oberhammer. Die könnte man gerade so als Pudding jetzt essen. Muss ich nämlich schon etwas beherrschen. So, und jetzt kommt das Ganze erstmal in den Kühlschrank, damit es erstmal etwas fest wird, bis wir dann die Brombeeren drauf geben. So, also hier habe ich jetzt einmal die Brombeeren. Ich habe mir jetzt doch mal die Arbeit gemacht und habe die nochmal durchgesiebt, dass da halt keine Kerne mehr drin sind. Aber ansonsten sind es einfach nur tiefgekühlte Brombeeren, ohne dass da irgendwas dran ist. Und man kann sie aber auch, könnte sie auch ganz lassen. Also man müsste sie jetzt nicht pürieren. Nur ich fand das jetzt halt schöner. Und das wollte ich jetzt einfach noch ein bisschen flüssiger machen. Deswegen gebe ich etwas Wasser dazu. Gerade so ein bisschen, so ein halbes Glas oder Viertelglas. Könnte man aber auch weglassen. Man könnte auch nur die Beeren nehmen. Und jetzt nehme ich hier, das sind so 15 Gramm Sofortgelatine. Die gebe ich jetzt noch hier rein. Und dann hier noch meine blaue Lebensmittelfarbe, aber das ist ja auch klar, das muss man natürlich nicht. Das mache ich nur, weil ich es jetzt will. Und basta. Und dann verrühren wir das einfach schön. Und ich glaube, die blaue Farbe, die hätte ich mir jetzt auch schenken können. Man sieht nämlich ungefähr gar nichts. Aber naja, was drin ist, ist drin. So, und jetzt geben wir das einfach hier über den Kuchen. Und dann geht es wieder ab in den Kühlschrank, bis alles richtig schön fest ist. So, jetzt habe ich hier den Kuchen, der war jetzt bei mir so ungefähr 6 Stunden im Kühlschrank. Und ja, ansonsten gibt es eigentlich nichts weiter dazu zu sagen. Ich zeige euch jetzt nochmal aus der Nähe und dann hoffe ich, ihr macht ihn nach. Und mehr gibt es nicht zu sagen. So sieht er aus. Und hier ist der Rest. Und dann lasst es euch schmecken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.